Schaut mal, ich möchte euch da jetzt noch die Blätter von der Nelkenwurz genauer zeigen und ich möchte mit dem anfangen, dass die Exemplare wirklich unterschiedlich groß ausfallen können. Also schaut, also das da ist ungefähr 30 cm Exemplar, das da ist ein 70 cm Exemplar und das kann auch noch mal ein bisschen höher werden. Blüte habe ich schon vorgestellt, ich zeige es jetzt trotzdem kurz für die, die das nicht gesehen haben und von was redet denn der Mann, nämlich die echte Nelkenwurzblüte schaut so aus. Die Blätter sind essbar, aber bitter. Also ausprobieren, ich persönlich mag es, mich stört es nicht, ich benutze die schon. Fangen wir oben an, es wird von oben, schaut, also da schaut das aus, wie wenn das nur ein Blau war und da hängt am Stängel noch ein bisschen was dran. Und da sieht man dann schon auch selber Bild. Es gibt zwar so direkte Blätter am Stiel. Und da sieht man aber, es ist ein gefiedertes Blatt. Seht ihr, mit drei Fiedern. Ja. Das können auch mal weniger wieder sein. Also es kann sein, dass das dann da nur. Wo sieht man das? Ja, da schaut es aus, wie wenn es fast zusammengewachsen war. Das kann passieren, dass das praktisch auch zusammengewachsen ist. Ja. Da ist es wieder ein typisches Blatt mit drei großen Fiedern und ein Stängelblatt wieder. Da sieht man das, schaut, da schaut es jetzt sogar aus, wie wenn das Blatt wieder geschlitzt wäre. Also ihr seht, das muss nicht so klassisch schön sein, wie da dieses Model, sondern das kann auch ein bisschen deformiert, ist ja nicht, aber es ist halt variabel im Wuchs. Und was auffällt ist eben, es wird von oben nach unten werden die Blätter größer. Ja. Was toll ist bei der echten Nelkenwurz, es ist eine wintergrüne Pflanze. Ihr findet halt dann im Winter nicht diese Blütenstaberl, weil blühen tut es jetzt. Eben so Mai, Juni, Juli, die blüht immer wieder ein bisschen dahin. Aber im Winter findet es dann eine grundständige Rosette, wo ähnlich wirkende Blätter, ja, nur dass sie halt da nicht auf den Stuhl sitzen können, weil es sowas nicht gibt, da kommt dann direkt aus der Wurzel ein relativ langer Stiel und da dran ist dann das Nelkenwurzblatt. Das heißt, die Nelkenwurz kann uns auch im Winter grün für unseren Smoothie oder für einen, ja, Salat, muss man mögen, ausprobieren, bieten. Noch zum Stängel, ihr seht es, doch eine merkliche Behaarung und das ist auch auf die Blätter. Also wenn so ein Blau im Mund nimmt, ich finde das immer recht geschickt, wenn man sowas in den Mund nimmt, weil die Zunge ein super feines Tastorgan ist, dann merkt man Unterseite merklich behaart, Oberseite glatter, aber dennoch spürbar behaart. Der Stängel, ihr seht, ganz unten kann der stark rot überlaufen sein, ganz unten ist er sogar fast durchgehend rot. Oh, Schatz, Fliege, grüß dich. Durchgehend rot und er ist auch kantig, also er ist jetzt nicht scharfkantig, so wie es zum Beispiel, weiß ich nicht, beim Wald ziehst, fällt mir da jetzt gerade ein, ist, sondern kantig, mehrkantig, nicht direkt vierkantig, fünfkantig, aber kantig. Also das müsst ihr spüren, nehmt das in die Hand. Und tratzt das einmal, dann, ja, man sieht es ja da sogar, was redet denn? Also, wenn ihr es nicht in die Hand nehmen könnt, dann schaut es einfach. Hallo. Okay? Kantiger Stiel. Okay. Echte Nelkenwurzblätter essbar, da ungiftig. Ausprobieren, können euch vielleicht zu bitter sein. Und das Haarige, das muss man mögen. Oder zumindest darf es auch nicht stören. Okay? Echte Nelkenwurz, danke, dass du da jetzt zur Verfügung gestanden hast und du kommst heute noch in meinen Bauch.